mein Name ist Sophie, willkommen zurück auf meinem Kanal. Da das heutige Foundation-Testen-Video nicht wirklich geklappt hat, ich weiß nicht, ob ich es hochgeladen habe, aber wenn ja, verlinke ich es euch, machen wir jetzt was anderes, und zwar testen wir die Jouer Metallics. Die kommen in so ein Päckchen, hinten ist drauf, welche drin sind, und die heißen Jouer Best of Metallics Lip Cream Collection. Sehr sparkliges Packaging, sieht auf jeden Fall sehr hübsch aus. Wenn ich irgendwie fettig aussehe, ja, dann guckt euch mein Fail-Video an. Ich musste mich irgendwie zweimal wieder abschminken. Und das hat meine Haut trocken gemacht, deshalb haben wir jetzt richtig doll Creme draufgepatscht. Also ich bin ungeschminkt und gerade erst wieder eingecremt. Deshalb sehen wir ein bisschen glänzend aus. Und natürlich ist halt ein Licht auf mich gerichtet, damit ihr mich gut seht. Und das reflektiert dann auch ein bisschen. Dewy Glowy. So sehen die dann von innen aus. 6 Stück. Die sind ziemlich klein, muss ich dazu sagen. Also so kleiner Finger klein. Da sind, glaube ich, 2 Milliliter drin, glaube ich. Ja, 2 Milliliter jeweils. Ich werde euch den Preis auch irgendwo einblenden. Und wir haben hier Bronze Rose, Citronette Rose, Clove, Snapdragon, Praline und Papaya. Ich wünschte, die Namen, ja doch, die Namen stehen auch unten drauf gut, weil ich dachte jetzt, wenn ich die aus der Packung nehme, weiß ich ja gar nicht mehr, wie die heißen. Jetzt machen wir erstmal Swatches auf der Hand und dann testen wir die Leute. Wir tun das einfach mal in der Reihenfolge, wie die da drin liegen. Fangen wir mit Bronze Rose an. Die riechen nach Backmischung, nach Vanillezucker, würde ich sagen. Riecht richtig lecker. Sehr cremig. Bronze Rose. Sieht sehr cremig, fluffig, mousig aus. Fühlt sich sehr gut an. Also Glitzer sehe ich da jetzt keins drin. Sieht halt so ein bisschen metallic aus, aber auch nicht so doll, wie ich das jetzt erwartet hätte. Müssen wir gucken, wie die halt auch trocknen. Ja, ich glaube, das trocknet. Citronette Rose. Ja, die riechen alle so. Da ist, glaube ich, ein bisschen Glitzer drin. Das ist dann Citronette Rose. Dann Clove. Sieht sehr bräunlich aus. Ja. Ja, ist ein sehr dunkles Braun. Love. Dann Snapdragon. Das ist so ein Lila. Also die fühlen sich sehr weich und musig auf der Haut an. Snapdragon. Dann Praline. Praline ist so ein bronziger Ton. Sehr hübsch. Und dann noch Papaya. So Papaya. Nur halt in Englisch. Papaya ist auch ein bronziger Ton, aber ins rosastichige. Das peachige. Sieht aus wie eine Mischung aus Praline und Citronette Rose, hätte ich jetzt gesagt. Ja, sieht aus wie eine Mischung aus dem und dem. Also wir haben hier Bronze Rose. Dann Citronette Rose, so ein rosa Ton. Clove ist der braune Ton. Snapdragon, der lila Ton. Der bronzige Ton ist Praline. Und dann Papaya oder Papay ist dann dieser bronzige rosa Ton. Die fühlen sich alle sehr weich und sehr leicht auf der Haut an. Also kann man gerne vergessen, dass man da irgendwas drauf hat, glaube ich. Sehr hübsch. Der lila Ton ist sehr hübsch. Ja, die trocknen auch. Ich fahre da jetzt mal mit dem Finger drüber. Ich glaube, die sind auch noch nicht ganz trocken. Also der erste, wenn man den verreibt, den roten, der sieht dann echt geil bronzig aus. Ich glaube, die sind halt noch nicht ganz trocken, deshalb lassen die sich jetzt noch von mir verschmieren. Aber
eigentlich trocken. So, weil ihr seht, wo in der Mitte, wo es war, da nochmal. Sehr hübsch. Gut. Dann glaube ich, fahren wir ein bisschen vom Hellsten zum Dunklen. Dann fangen wir, glaube ich, mit dem Pinkton an. Die Citronette Rose. Oh, mein Spiegel. Wie gesagt, sehr kleine Fläschchen. Aber ich glaube, das geht schon. Es hat auch so einen kleinen Doe-Foot Applicator. Glaube ich, nennt man den. Halt so ein normaler Lipgloss. Pfeil. Die lassen sich damit sehr gut auftragen, sehr leicht auftragen. Ich habe jetzt ein bisschen überzeichnet oben, damit das halt so einen kleinen Highlighter-Effekt noch dazu gibt. Ich finde das ganz hübsch. Ja, ist ein sehr metallisches Rosa. Gefällt mir. Ist auch schon trocken, glaube ich. Setzt sich ein bisschen in den Lippenfältchen ab, aber jetzt nicht super extrem und gibt auf jeden Fall einen coolen metallischen Sheen. Nicht glitzerig, aber auf jeden Fall metallic und ein bisschen bronzig, peachig, pink. Die Lippen fühlen sich auch ein bisschen trocken an, also das trocknet auf jeden Fall. Gefällt mir. Gut, machen wir den mal ab und tun den nächsten drauf. Ich tue die jetzt immer mit Feuchtigkeitscreme das Gesicht abschminken, weil meine Lippen doch sehr trocken sind und meine Haut auch. Und ich denke, dass das die schonendste Methode ist. Jetzt auf dem Abschminkteil glitzert es doch, das seht ihr nicht. Und auch auf den Lippen ist noch so ein bisschen Glitzerrückstand, aber ich denke, das stört nicht unbedingt. Dann nehmen wir, glaube ich, den pinkig-metallischen Papaya. Versuchen den. Sehr goldig. Ich trockne auf jeden Fall ziemlich schnell. Also das erste war Citronette Rose, das zweite jetzt ist Papaya. Das hat doch einen recht bronzig-goldigen Unterton. Die sind nicht 100% deckend, aber wenn ihr einen Lipliner drunter tragt oder so, denke ich schon. Aber ich finde die so auch ziemlich nice. Es hat einen sehr warmen Sheen. Sehr peachig, goldig, metallisch. Es legt sich auch wieder ein bisschen in die Lippenfältchen, wenn es trocknet, aber ich finde das jetzt nicht unbedingt schlimm. Lässt die ganze Sache sehr natürlich aussehen, finde ich. So natürlich, wie peachig goldene Lippen halt sein können. Aber ich finde es sehr spacig. Cool. Ich glaube auch, dass die recht langanhaltend sind, weil die sich jetzt nicht so nur mit einem Wisch abschminken lassen. Also mit so einer Feuchtigkeitscreme geht es doch recht einfach, aber man muss schon ein bisschen arbeiten, um die wegzukriegen. Also ich glaube, dass die schon trinkfest und kussfest sind. Nehmen wir als nächstes Praline, das ist der hier, der so richtig bronzig aussieht. Also wir haben jetzt den und als drittes nehmen wir jetzt den hier. Sieht richtig rot-gold aus. Der fühlt sich etwas flüssiger beim Auftragen auf, was die Sache eigentlich nur
noch einfacher macht. Er fühlt sich aber nicht sofort so super trocken an. Also wenn ihr mein Body Shop Haul und Review und Austesten Video gesehen habt, ich kann es euch verlinken, da seht ihr, dass ich ein bisschen Probleme hatte, den Liquid Lipstick aufzutragen. Die hier sind viel einfacher. Kein Problem. Ja, jetzt ist er doch sofort trocken. Noch ein bisschen klebrig, wenn ihr seht. Aber das macht auch keiner mit seinen Lippen so langsam. Also beim Reden klebt das nicht zusammen. Der ist sehr, ja, rot-gold-bronzig. Ich hab ja nicht verkackt, das Auftragen. Ich habe so eine trockene Stelle an den Lippenrändern. Deshalb sieht das jetzt verkackt aus. Tut mir leid. Der ist sehr hübsch. Ich glaube, das ist bisher mein Favorite. Das sieht sehr edel aus und sehr hübsch, dieses Rotgold, Roségold. Oder? Sehr nice. Dann machen wir das wieder ab. Der ging jetzt auch am einfachsten ab. Also ich glaube, dass da die Textur ein bisschen anders ist, aber definitiv, also die sind alle gut, aber das ist jetzt bisher mein Favorite. Dann nehmen wir, glaube ich, jetzt den lilanen. Oder? Ja. Snapdragon. Der ist ein bisschen dunkler als erwartet. Also ich glaube, bei den dunkleren Farben könnte man sich doch überlegen, einen Lipliner zu benutzen, einfach dadurch, dass halt die Kontur dann sauberer aussieht. Aber der ist definitiv auch opaque. Also wie gesagt, ignoriert mein trockenes Lippenstellen. Das ist auch kein Herpes oder so, es ist einfach nur trocken, wie wenn ihr beim Zahnarzt wart. Ich glaube, ihr kennt das. Ja, das ist ein sehr hübsches lila Metallic. Passt das gut zu meinen Haaren? Ja. Auch eine sehr warme Farbe, also kein kühles Lila. Halt mit diesen rot-goldigen Metallic-Schienen drin. Das ist, ja, das lässt die Zähne ein wenig gelb aussehen. Aber doch ein sehr hübscher Lippenstift. Ja, ist jetzt ein ganz klein wenig abgegangen. Das seht ihr hier und hier so ein paar Bröckchen. Aber nicht. Ich habe es halt jetzt auch nicht lange antrocknen lassen. Oh, ich habe Lippenstift auf der Innenseite meiner Hand. Cool. Ja, geht auch nicht mehr ab. Nice. Ist auch jetzt dadurch nicht verwischt oder so. Sehr hübsch. Wie ich das hier geschafft habe, weiß ich nicht, aber das ist auch wischfest. Ja, das war Snapdragon. Sehr hübsch. Sehr hübsch. Also das mit Feuchtigkeitscreme abzuschminken geht recht gut. Auch sehr lippenschonend und dadurch befeuchtet. Also, ja, kriegt ihr halt immer wieder Feuchtigkeit. War jetzt improvisiert, aber finde ich jetzt nicht blöd. Als nächstes nehmen wir Bronze Rose, was dieser Rotton ist. Ja, der erste. Ich glaube, der ist auch recht hübsch. Ich glaube, die sind alle ganz hübsch. Ja, ich glaube, bei den drei hellen ist es okay, aber bei den dunklen, also es geht auch ohne Lip Liner, aber ich glaube, ich würde schon, damit die Kontur einfach sauberer ist, einen empfehlen. Die trocknen wirklich schnell. Also ich werde jetzt nicht sagen, dass er hundertprozentig trocken ist, aber auf jeden Fall gut. Ich glaube, das hier ist der matteste bisher, also hat schon einen leicht rosigen Schienen. Das ist schon auf jeden Fall dunkles, bräunlich-rot, etwas rostig, aber hat halt so einen
roségold-pinkigen Metallic-Reflexion. Das ist wirklich... So. Ha. Ja. Den Mund zu machen ist nicht so schlimm. Naja. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr hübscher Lippenstift. Das hier ist der am wenigsten glänzende. Und wenn ihr Metallic nicht so mögt, würde ich den hier empfehlen. Umso nur ein leichtes Metallic, aber es ist auf jeden Fall auch Metallic. Aber ich glaube, die anderen haben halt auch noch so ein leichtes Glitzer drin, was der hier nicht hat. Aber die sind auf jeden Fall sehr weich auf den Lippen. Das merkt ihr nicht mehr. An den Duft oder Geschmack gewöhnt man sich auch recht schnell. Also ich krieg's jetzt nur noch kaum mit, nur wenn ich wirklich drauf achte. Aber die sind sehr nice. Da gibt's auch noch andere Sets. Ich glaube Dark und Nudes und ich glaube auch noch Lip Toppers. Ich glaube, die Darks sind nicht so meine Farbe, aber die Nudes. Ich glaube, es gibt aber ein paar Doppelte in den Nudes. Ich glaube, das Papaya auf jeden Fall auch. Werde ich mal recherchieren, weil die sind sehr angenehm auf den Lippen. Sehen sehr hübsch aus. Steht mir auch definitiv besser als der von Body Shop. Einfach weil es von der Qualität her anders ist und sehr nice ist. Sehr. Das hättet ihr nichts auf den Lippen. Ja, das hier ist Bronze Rose und dann haben wir noch Clove. Machen wir jetzt als nächstes. Sieht sehr hübsch aus, finde ich. Wie eine Farbpalette. Dann als letztes haben wir Clove, dieser Braunton. Meine Lippen sehen jetzt immer röter aus, so richtig gut durchblutet. Ich glaube, so durchblutet waren die schon lange nicht mehr. Mit diesem kleinen Applikator lässt sich aber auch sehr schön so die Kontur ein wenig nachzeichnen, auch wenn es jetzt sehr fancy aussieht so. Das hier ist definitiv der schwierigste zum Auftragen, wahrscheinlich auch, weil es die dunkelste Farbe ist. Ich glaube, hier würde ich auf jeden Fall, wenn ihr blutige Anfänger seid, so wie ich, versucht es mit einem Lip Liner, damit die Kontur sauber ist. Und hier hatte ich beim das erste jetzt, wo ich etwas Probleme hatte, die Farbe überall gleichmäßig zu kriegen, bei den anderen einfach random drüber. Hier hat man dann doch etwas patchigere Stellen gesehen, aber dann nochmal drüber fahren, hat das eigentlich gelöst. Vielleicht wäre es am besten, ihr lasst die erste Schicht trocknen und tut dann eine zweite drüber. Das geht ja recht schnell. Ja, das ist ein sehr warmes, dunkles Braun mit ja auch so Rosé-Schienen. Das ist nicht ganz sauber aufgetragen. Ignoriert das, es geht um die Farbe. Also dafür, dass es braun ist und ich dachte eigentlich rot und braun sind so Farben, die mir eigentlich nicht so gut gefallen, aber einfach das Finish und wie sich das aufträgt, finde ich alle Farben nice. Also auch hier braun würde ich auch so tragen. Würde ich eigentlich nicht, dachte ich, aber dieses Metallic Braun, sehr cool. Also dafür, dass ich jetzt komplett ungeschminkt bin und eigentlich nur bold und metallic dunkelbraune Lippen habe, finde ich, sieht es doch sehr nice aus. Das lässt die Zähne definitiv gelb aussehen. Ja. Aber, ja, es gefällt mir. Ich hätte nicht gedacht, dass ich braunen Lippenstift cool finde, aber in diesem Metallic mit diesem leichten, rosigen Metallic, aber sehr, ja. Also es ist schon obviously Metallic, aber ich finde es doch recht subtil dafür noch. Ich hätte es mir krasser vorgestellt, so dunklen Metallic Lippenstift. Gucken wir nochmal nach den Swatches. Die sind ein bisschen so klebrig, wenn man so richtig fest drüber fährt. Und ihr kriegt auch, wenn ihr so richtig hardcore drüber fahrt, kriegt ihr auch Farbe ab. Aber so fährt doch noch niemand über seine Lippen. Also ihr kriegt, wenn ihr drüber fahrt, kriegt ihr etwas Farbe ab, aber weiter verschmieren tut's nicht. So über dem Rot. Das blutet dann nicht weiter aus. Ihr kriegt's abgepopelt, aber sehr cool.
Aber ja, es sieht definitiv dunkler aus als in dem Swatch. Sehr hübsch. Verratet mir doch mal, ob ihr das Set auch habt und welche eure Lieblingsfarbe ist. Ich weiß es jetzt gar nicht. Ich würde sagen, Halina vielleicht? Dieses richtig rosé Gold sah richtig nice aus. Lila, die sind alle toll. Ich finde sie alle toll. Und ich glaube, ich guck mal, welche Sets es noch gibt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da und einen Kommentar. Auf jeden Fall, das ist super cool. Und vielleicht ein Abo. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, fände ich das cool. Ich lade momentan recht viel hoch, weil es macht mir Spaß und ich finde es cool. Und ja, dann sehen wir uns zum nächsten Mal. Tschüss!